Und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Worum geht es denn heute? Und zwar geht es heute um die Produktion mit Öl und die Weiterverarbeitung von Öl. Und zwar bin ich derzeitig hier unten auf dem Punkt. Hier oben seht ihr, hier oben ist meine Station, die große. Und hier unten ist das Ölvorkommen, was ich nach oben tragen möchte, hier in dieses Gebiet, in diesen Abteil. Ihr seht schon, ich habe gerade noch ein paar Greifarme hergestellt und habe schon mal hier so ein kleines System aufgebaut, wie immer oben, und vier Fördermaschinen aufgebaut, einen Tank und eine Befüllung sozusagen, dass ich die Fässer befüllen kann. Und das müssen wir auf der gleichen Seite nochmal machen, um sie abzuladen. Was ich aber noch brauche, sind glaube ich noch ein paar Fässer mehr, würde ich sagen. Also ich habe es jetzt gesehen, 1, 2, 10 Stück noch drauf, sind 20 Fässer, die im Umlauf sind. Das reicht erstmal für den Anfang. Ich weiß nicht, wie viele er lagern kann. Füllen jetzt nochmal die 20 auf. Ich habe hier noch hier Verbrennungsmotoren, da gehen wir gleich hin. Ihr seht, ich habe schon ein paar Schienen vorbereitet, krumme Schienen, Züge habe ich auch schon vorbereitet, damit das alles auf jeden Fall fertig läuft. Achso, eins muss er noch machen, genau, dann hat er das. So, hier werde ich gleich noch die Schienen lang laufen lassen. Das könnten wir. Ja, das machen wir gleich. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich jetzt gemacht habe in der Zeit. Dann können wir auch rumgehen, wie weit auch die Fördermaschinen sind in der ganzen Zeit. Weil da oben das Steinvorkommen ist auf jeden Fall alle. Das weiß ich schon. Hier sieht es langsam auch bald nicht mehr das meiste aus. Hier war das Steinvorkommen. Da. Ah, da könnte ich die Dinger abreißen. Die brauche ich noch nicht mehr hier. Die. Dit. Dit und dit. Das kann ich mir später abholen, mal irgendwann. Ich mal sehen, wenn ich sage, okay, ich brauche das noch, dann hole ich mir das ab. Der holt sich da drüber. Ach, der kriegt den Strom nicht darüber. Okay, deswegen ist der da. Jetzt gehen wir über das Fließband, das geht natürlich ein bisschen schneller. Wie ihr seht, hier arbeitet noch alles ganz gemütlich. Hier sind noch die vier Labore. Hier hatten wir. Und das wird auch noch neu für euch sein. Hier sind die Verbrennungsmotoren, und zwar nämlich hier von den Eisenplatten die Verbrennungsmotoren. Ich brauche nicht viele. Meistens brauchen wir für ein paar Maschinen und sowas. Ich habe mir eine kleine Station aufgebaut mit dem Hochofen. Dann brauche ich Rohre dafür und Eisenzahnräder. Das seht ihr dann. Das führt sich dann auf eine Band. Hier oben ist eine Greifarm, da ist ein Greifarm, der den Stahlträger holt, und das ist einfach nur kleines, kompaktes hier aufgebaut, was ich immer so zwischendurch mache. Deswegen ist auch mal viel, viel Platz dazwischen frei. So, hier habe ich noch kleine Kisten aufgestellt. Da ein bisschen Eisenplatten, da ein bisschen Holz. Also nichts viel Interessanteres. Da oben nochmal. Was kanntet ihr schon? Das kennt auch schon. Hier habe ich noch einmal was aufgebaut. Und hier sind so langsam die Bohrer bei, das zu Ende zu machen. Gleich, wenn ich gleich zurückkomme, ist der fertig. Das wäre super, dann könnte ich wieder ein paar Bohrer aufstellen. Und dann flitzen wir nach oben. Oben habe ich jetzt noch einen Ofen dazugestellt. Ja, ein Ofen steht hier noch dazu. Das heißt, der wird auch noch ein bisschen mehr arbeiten. Ihr seht, die haben auf jeden Fall noch sehr genug zu tun. Hier oben die Stahlträger haben auch noch was zu tun. Da könnten wir uns noch ein paar mitnehmen, dass ich vielleicht ein paar Fässer mehr mitmache. 100. Ich nehme mal 100, 200, 300, 400, 500 mit. Machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da müssten dann 100 Fässer sein ungefähr. Müsste ich mal noch. Glaube ich, sind 100 Fässer dann, die dann im Umlauf sind. Weil ich jetzt sozusagen jetzt das Schienensystem aufbauen möchte. Zumindest das erste. Und dazu brauchen wir noch zwei Haltestellen. Da wird mir später fehlen Eisenplatten. Okay. Oh, das Auto könnten wir uns auch bauen. Bauen wir uns das? Kohle habe ich ein bisschen mit, ja. Können wir uns das Auto-Ding bauen und das. Da kann ich ein bisschen rumfahren, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessanter. So, dann wollte ich in der nächsten Zeit, wollte ich dann mal gucken, dass ich mich mal umgebe und ein paar Stationen einnehme von den Monstern. Ich schaue mal da unten nach. Ist er fertig? Ah, er hat noch ein bisschen. Ah, die habe ich umgesetzt hier, die fördern wieder. Der ist als erstes fertig, weil der nur 3000 hat, weil er da nur diese kleine Ecke hat. Hier sozusagen. Die abertragen muss. Das ist nicht viel. Stahlplatten bzw. Eisenplatten produzieren momentan sehr, sehr massenweise. Deswegen werde ich auch die ganzen Eisenminen erst später benutzen. Lauf, 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 lauf. Er produziert noch fleißig. Er produziert danach noch zu Ende. Dann mal es weiter. Hier sind so kleine Steinbrüche. Ich brauche auf jeden Fall einen größeren Steinbruch. Und ich habe irgendwo auf der Karte was Größeres gesehen. Ich weiß nicht, ne, hier war es nicht. Ich glaube, es war ziemlich irgendwo oben, glaube ich. Da wird wohl was Größeres sein.
Und warum das hier flackert, habe ich gesehen. Das ist die Umweltverschmutzung. Ich habe derzeit sehr, sehr viel Umweltverschmutzung, weil ich ja diese Turbinen nutze. Und hier unten ist auch nochmal ein großes Stein verkommen. Das werden wir auf jeden Fall nutzen müssen, weil ich halt die Hochofen bauen möchte. Die hier, da brauche ich Steinziegel. Da muss ich die Steine brennen. Dann bekomme ich Steinziegel, damit ich die bauen kann, weil ich auch noch Mauern bauen möchte und sowas. Ganzes so. Das Ölfass ist langsam voll. Das heißt, die arbeiten jetzt gerade auch nicht mehr. Schmeißen wir doch die rein. Ah, das müsste passen. So, dann werde ich sagen, okay. Hier kriegst du die Fässer. Warte mal, kann ich. Genau, ein Kupfer, den kann ich bauen. Das ist interessant, weil die hier, wie ich einen größeren Radius haben, wie ihr seht. Die werde ich nachher zu den anderen austauschen, damit es halt weniger Platz verbraucht. Und ich auch ein bisschen mehr damit einfangen kann. So, jetzt brauche ich Kisten. Hab ich gar keine Kisten mehr hier? Dann machen wir Stahlkisten. So, da werde ich die Fässer reinmachen, die hier. Und ins andere soll er die rauspacken, so. Weil ich halt sagen möchte, okay, baue mir die Schienen, baue mir alles auf. So, um Schienen jetzt zu vervollständigen, brauchen wir jetzt erstmal für mich einen Bahnhof sozusagen, wo ich halt alles aufbauen kann. Den bauen wir mal als erstes, den Bahnhof. Und den baue ich hier ungefähr auf. So in der Halbwüste, halb Wiesengebiet. Weil da noch sehr viel Platz ist und sehr viel offen ist. Ich auch jetzt ziemlich hier oben. Aber die Karte seht ihr gar nicht. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Also wo ich jetzt hinlaufe, da baue ich ungefähr mein Gebiet auf. Hier so. Weil da ist noch Kohle und da ist noch Wasser in der Nähe. Das heißt, wir können da auf jeden Fall noch mal Strom produzieren. So, wie machen wir das jetzt am schlausten? Wir müssen jetzt erstmal eine gerade Strecke machen zum Ablaufen. Beziehungsweise wo er die Fässer belädt und wo sie die Fässer abladen kann. Werde dann schon mal, ne, so. So fährt er runter. So fährt er hoch. Da kommt er hin. Und er kommt dahinter, das ist jetzt hier der Zug. Und der Waggon. Dann brauchen wir eine längere Strecke und brauchen jetzt einmal die Zughaltestelle. Die müssen wir, setze ich dahin, weil ich nach oben wegfahren möchte und werde sie dann hier ungefähr hinsetzen, dass er da kurz vorher anhält. Und werde sie umnennen in. Also, warum diese Namen existieren, es sind ja viele Maschinen benannt. Und zwar sind das die Leute, die für das Spiel donated haben, beziehungsweise unterstützt haben. So, wir werden das hier nennen Haupt beziehungsweise Hauptbahnhof. Hauptbahnhof Oil, also Öl, Name festlegen. So, dann müssen wir den hier hinzufügen und sagen den du bleibst mal eine Minute hier. Das wird reichen. So, und jetzt unser Rückweg zu markieren, brauchen wir natürlich auch einen Rückweg nach unten und den werden wir erstmal nach oben ziehen. Wir brauchen nämlich eine Kurve. Und zwar Kurven haben wir hier. Ich mal kurz austauschen. Dazu würde ich gerne ein etwas größeres System machen. Sie vielleicht noch doch noch ein bisschen runterziehen? Ja, ich muss den Hafen ein bisschen runterziehen, weil ich den Weg dafür, beziehungsweise wie ich die abfahren lasse, nämlich im Kreis mache. Beziehungsweise als Kreuzung. Da kann man sehr viele Abfahrten durch gewinnen. Das heißt, ihr müsst dann gucken, wie viel Platz habt ihr am meisten. Und dann müssen wir das mal. So. So, da haben wir eine Abfahrt wieder. Die nächste Abfahrt. Haben wir wieder eine Abfahrt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier mal die Zwischenstücke machen. Da sind Weichen. Ich glaube, da muss ich nichts zwischen machen. Oha. Ich hasse die Taskleiste. Ne. Manchmal ist das mit den Schienen ist manchmal ein bisschen blöd zu hantieren.
Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir noch einen Kreis machen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Kreis fertig. Wie wir den haben möchten, beziehungsweise ich hier haben möchte. Weil ihr müsst öfters mal drehen, dass ihr direkt an die passende Schiene kommt. So. Und jetzt müssen wir sagen, okay, du musst noch nach unten hin. Und zwar nehmen wir dann den Weg dafür. Zack. Dich packen wir damit zu. Dich dahin. Dich brauchen wir nicht. Doch, da brauchen wir dich. Und da. Das heißt, wir haben den Kreisverkehr auf jeden Fall geschlossen. Hier unten müssen wir das auch noch machen. So. Dann fährt er so. Und müsste dann die Abfahrt hier nehmen. Die machen wir jetzt noch gerade. So. Und hier ist dann natürlich klar, das geht nach unten hin. Oh, das war falsch. Das hat dem sagen. Ab nach unten. Da haben wir ein Problem. Obwohl der bald auch verschwindet, ne? Kommen wir da nebenher? Ja. Da kommen wir super nebenher. So, jetzt seht ihr schon, jetzt sind wir fast schon da. Jetzt muss ich hier unten das gleich, fast das gleiche bauen. Also, oh, hier können wir was forschen. Wir forschen 100 davon, blaue schon. Wir machen die Greifarme stapelweise. Was wir jetzt hier unten brauchen, ist eine Ladestation, die ich gerne hier direkt bauen möchte. Weil ich ja hier gucken muss, dass ich hier zwischenkomme. So, hier bauen wir die Ladestation und jetzt brauchen wir sozusagen einen Rückweg. Den machen wir mal so, dass wir direkt zurück können. Zack. Ah, das war zu weit. Na komm. Zack. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen drehen. So, jetzt haben wir den Rückweg auch geschaffen. Jetzt müssen wir natürlich diese Ecken wieder zumachen hier. Die vorhanden sind, können die Bahn schließen. Was wir jetzt brauchen, wie gesagt, sind jetzt wieder diese Zughaltestellen. Genau. Das machen wir dann mal hier hin. Wir brauchen jetzt einen Waggon und den Zug. Den drehen wir einmal. Den packen wir hinten dran. So, hier müsste er eigentlich mit Kohle befüllt werden. Das machen wir aber oben. So, dann fährt er hier lang, fährt hier durch. Und fährt dann hier oben die Strecke entlang. Sagen, machen wir das mal so lang. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen mit dem Setzen, weil der halt die dann schräg setzt. Genau so oder daneben. Und auch da immer dafür. Jetzt werden wir nicht viel abreißen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir gleich die Kurve haben. Die passende. Okay, da oben müssen wir abreißen. Lieber ein zu viel abreißen als zu wenig. Kann man immer nachher noch neu setzen. Das ist egal. So. So, jetzt ist die Schiene sozusagen fertig. Für das Ganze. So, jetzt fährt er hier lang. Fährt in den Kreisverkehr hier rein. Jo. Fährt hier runter. Und ist dann hier fertig. Wir müssen jetzt aber ihm sagen, okay, da du dann hier weg willst wieder, musst du zurück auf die Schiene. Das wäre dann im gleichen Fall das wieder hinten. Den hier wieder ansetzen. Und dann zack. Das wäre das ganze System erstmal. Also das Vorläufige. Hier kommen auf jeden Fall noch mehr. Also das ist nicht das Einzige, was hier bleibt. Hier können dann noch mehrere angeschlossen werden. Hier können noch mehrere angeschlossen werden. So, jetzt fährt er hier unten hoch, fährt durch den Kreisverkehr und möchten jetzt sagen, okay, du musst an der Strecke hier unten halten. So,
So, was wir dem jetzt natürlich hier unten sagen ist, befülle die Fässer, befülle das und befülle dies. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir müssen jetzt nur die Station da wieder hinzufügen. Das heißt, hier sind die beiden Stationen. Hier machen wir aber HBF Öl. Also Öl kann ich ja nicht schreiben, das geht schlecht. Name festlegen. Und da unten machen wir Öl. Ja, unten schreiben wir nur Öl hin. Oder Öl 1. Also das ist mich ganz clever gemacht, sage ich, mit den Schienen. Ist schon ganz, ganz nett gemacht. Und hier seht ihr auf der Karte auch die roten Punkte mit den Kreisen, wo auch die Stationen sind. Da kann man auch die Station immer ablesen. Sekt Brown ist die Station hier in den Sauer. Ölfabrik. Name festlegen. Ja, ich weiß es so links. So, Ölfabrik, HBF-Öl. Und nun müssen wir ihm sagen, okay, befüll die Fässer hier. Da müssen wir gar nicht so weit gehen. Da müssen wir ihm nur sagen, befüllen. 1, 2, 3. Ich mache. Also man kann immer, deswegen lasse ich einen dazwischen frei. Man kann die ja immer noch größer machen. Jetzt brauchen wir noch einen von denen. Wie ihr seht, der Abstand ist schon ziemlich groß zwischen denen. Also die Fläche, die davon abgetragen wird, kann ich auf jeden Fall dafür nutzen. So. Jetzt hat er keine Fässer mehr, ne? Ja, das ist gut, dass er keine Fässer hat. Ich glaube, ich muss den ein bisschen rüberziehen. So, dann kann ich den nämlich mit hier abtragen. So, jetzt sind das die Ölfässer, die befüllt er jetzt. Güterwaggon. Und wenn er ankommt, sage ich ihm, okay, nimm die gleiche Menge. 1, 2, 3. Hier muss ich mir jetzt sagen, nimm bitte nur die leeren Fässer raus. 1. Wo sind sie denn? 2. Und 3. Nur die leeren Fässer. Dafür brauchen wir jetzt noch einen Übergang. Dafür habe ich jetzt keine Ding mehr. Muss ich mir gleich was besorgen. Dass er sozusagen hier die leeren Fässer abbaut. Hier machen wir den Übergang. Hier kommt dann der zweite Übergang hin. Und dann ist er auch wieder hiermit glücklich. So. Das holen wir uns gleich. Jetzt habe ich Kohle mit. Habe ich Kohle mit. Super. Muss ich ihm sagen, bleibe. Muss ich die beiden Stationen hinzufügen. Zack. Zack. Bleiben wir jeweils für 60 Sekunden da. Jo. So. Zug losschicken. Da müssen wir in den Zug zeigen reinklicken. So, und jetzt fährt er schon los. Wir könnten gleich auch. Ja, wir hätten mit Enter beitreten können. Habe ich leider nicht geschafft. Weil ich da zu langsam war. Nee. Aber machen wir Greifarm 3. Jetzt fährt er los. Hat natürlich jetzt nur die Fässer bei sich. Jetzt fährt er die Fässer die ganze Zeit drumherum, weil ich da oben noch keine Station aufgebaut habe, wo er die Fässer abladen kann. Also ihr seht, er hält ja an. Müsste jetzt ihm sagen, okay, nimm die Fässer ab und setz neue hin. Habe ich aber leider noch nicht. Das müssen wir jetzt auch gleich machen erst. So. Hier müssen wir ihm sagen noch, dass du Kohle kriegst an der Station. Dass er sozusagen gefüllt wird. Zack, das reicht, wenn wir das hier machen. Hier soll er jetzt bitte nur die Ölfässer rausnehmen. Und von hier kriegt er natürlich die anderen noch rein, die ich zur Verfügung habe. Die einen pumpen wir da rein, die anderen holen wir uns von da drüben, dann passt das schon. Obwohl, ich kann die auch gerne austauschen. Ich glaube, ich tausche die andersrum aus. Dass ich hier, obwohl, ne, da muss mein Ding rein. Das heißt, hier muss der Stahl, das passt schon. Die dahin. Die dahin. Und die Kohle muss ich auch auf der anderen Seite packen. Hatte mich gleich, zeige ich euch gleich, warum ich das doch umsetze. Nämlich der Grund ist, nämlich, dass wir nämlich jetzt nicht sagen können, dass wir nur hier von hier beladen, sondern die zweite Schiene gleich mitnutzen können. Hier, die hier. Dass wir nochmal den Raum in der Mitte nutzen können. So, jetzt brauche ich aber gleich Stahlplatten. Beziehungsweise Eisen. Ich vertausche hier immer Eisenplatten. So. Der Filter noch vorher die
Fässer rein. So, und hier sagen wir, können wir dann später sagen, okay, nimm die Fässer ab. Das macht ja nichts, das kriegen wir hin. Das ist ja schnell gemacht, aber jetzt brauche ich jetzt mal wieder ein paar Eisenplatten. Was ich jetzt erstmal nicht brauche, sind Schienen. Schienen, Schienen, Schienen. Die können wir auffüllen. Das Auto. Das Auto. Achso, das ja, stimmt ja. Du hast ja kein Ding mit. Keine Köhle, keine Köhle, keine Köhle. Wie komme ich denn irgendwann Kohle? Ah, hier. So. Ich glaube, den kann ich auch mit Dingen befüllen. Mit allem anderen Zeug. Und hier können wir auch zum Beispiel ein paar Sachen noch reinpacken. Dann können wir mit Enter besteigen. Und können damit losfahren. Also sehr ein bisschen flink unterwegs. So, mit Ender wieder raus. Jetzt hole ich mir ein paar Eisenplatten. Ich kann nicht mehr haben. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 Unterführungen und ein paar von den Dingern noch. Ich könnte mir jetzt auch hinten welche aus der Kiste rausnehmen hier. Da oben, aber die werde ich noch später nutzen. Die hier, da werde ich nämlich noch die Fließbänder bauen hier. Eine kleine Kiste davon mit Eisenzahnrädern. Dafür haben wir nämlich den Platz hier zwischen. Weil da brauche ich Eisenzahnräder, hier habe ich die Platten. Passt. Was wir gleich noch brauchen, sind zwei Tanks und nochmal Fässer. Haben wir das, haben wir das, haben wir das, haben wir das, haben wir. Dann haben wir fast alles, außer dass wir vielleicht noch ein paar von denen brauchen. Und vielleicht davon welche. So. Gucken, dass wir hier. Kriegen wir den, kriegen wir dran, den kriegen, ich muss aufpassen, dass man nicht von dem Zug überrollt wird, den kriegen wir dran und den kriegen wir dran. Haben bestimmt doch die Lampen schon erforscht. Ja, wir würden gerne ein paar Lampen hier hinsetzen. So, so und so. Jetzt bin ich auf Frage, mache ich erst ein paar von den Dingern hier. 2, 2, 2 und ab hier würde ich dann sagen, okay. Und ihr seht, die Dinger gehen enorm, glaube ich, über 30 Blöcke steht da, ne? So, jetzt haben wir den Strom. Zack, da leuchtet alles und Strom ist auch da, das ist super. Jetzt kriegen wir hier die Fässer. Und bei denen würde ich jetzt sagen, bring die mal nach hier hin. Oder machen wir da oben unsere Ölproduktion. Da haben wir auch Kohle. Da haben wir auch Kohle. Moment. Oh, da habe ich noch einen. Warte mal. Sitze ich mal dahin. Hast du das auf jeden Fall? Nee. Bringen wir nach unten. Das war zu weit. Sagen ungefähr. Ja, hier. Oh. Da müssen wir uns noch ein paar machen. Ich hätte jetzt auch, wie gesagt, hier hätte auch welche rausholen können. Das wäre nicht das Problem gewesen. Dafür habe ich ja teilweise genug Schienen davon gebaut. Oh, einer, ne, einen brauche ich nicht. Jetzt muss ja hier kommen die Fässer raus. Da kommen die Fässer rein. Das heißt, da muss produziert werden, das rausgeholt werden. Das machen wir mal so rum. So rum. Genau. Kann ich ihm sagen. Okay, nimm die Fässer, entleer sie an der gleichen Stelle da. Fass leeren, genau. So, Fass leeren. Direkt anschließen. Zack, da haben wir zwei Fässer, die können dann befüllt werden. Hier können wir ihm dann einen blauen geben. Die würde reichen. Blauer Greifhahn.
in die Maschine rein. Da muss ich mal näher setzen. Und für die näheren kann man immer noch die kleinen nehmen. So, wie ihr seht, Fässer werden jetzt rausgenommen. Jetzt müssen die anderen Fässer wieder genommen werden. Das machen wir nämlich jetzt hier in dem gleichen Schritt. Zack. Ah, der kriegt jetzt natürlich keinen Strom. Das heißt, wir müssen doch am besten größeren hinsetzen hier. Okay, machen wir das so. So, Stahlfässer. Die werde ich jetzt hier hinsetzen. So, für die Kohle machen wir das fast dasselbe. Nehmen wir kurz die Lampe hier weg. Oh, wir können wieder forschen. Pack 3 können wir nicht forschen. Schwefel, Tore. Können wir mal das kleine hier. Das geht eigentlich relativ schnell fertig. So, jetzt. Jetzt füllt er die neuen rein, packt die alten rein. Ah. Passt nicht. So. Jetzt kann er von da in da reinfüllen. Jetzt füllt er es auch ab. Jetzt kriegt er auch mehr Fässer rein. Die übrigens da sind. 80 Stück sind da. Das heißt, er produziert nicht viel. An den Fässern jetzt gerade. Noch nicht. Also ich werde halt noch ein paar Fässer dran machen. Das ist nicht das Problem. Da kommen noch ein paar zu. Was ich jetzt nur brauche, ist der große Strommast. Kriegen wir den über die Dinger hier noch? Der reicht ernsthaft so weit? Dahin reicht er nicht mehr, aber dahin reicht er. Das ist doch enorm. Das passt doch perfekt. Kriegt er die schnell abtransportiert? Ja, das passt super. Gut, dann gebe ich ihm jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. 20 Stück. Und die eine Lampe, die kommt ja auch wieder dran. Packen wir da oben dran. So, dann wäre der erste Schritt zum Bahnhof und zur Ölförderung wäre geschafft. Ein guter, wichtiger Schritt, sage ich mal. Das ist wirklich ein guter, wichtiger Schritt hier gemacht. Ich werde jetzt dann in der nächsten Zeit die Strommasten auswechseln. Werde eine kleine Produktion für die neuen Fließbänder machen. Damit wir es da haben. Uiuiui. Genau, jetzt brauche ich hier noch Strom. Hat er natürlich nicht. Wo ich jetzt zu Eile komme. So. Das ist manchmal auch nervig, wenn man die vorher dreht. Zack. Ne, ich glaube, ich muss den so. Mein Gott. Geh doch dran. So, du musst aber gedreht werden. Forschung. Den mit. Der geht nicht. Mein Gott. Manchmal sind die Dinger nervig. So, drehen. Und jetzt können wir es abführen. Drehen wir einfach da rein, dann passt das schon. Das heißt, er kriegt jetzt die Fässer ab, die da drauf sind, produziert uns neue Fässer, die ich nicht mehr brauche, er produziert auch neue rein, das ist super, kann er schon mal vorproduzieren in der ganzen Zeit. Ihr seht, geht der ruckzuck hier, deswegen haben wir genug, ja, auch haben wir genug. Ich habe glaube ich noch einen 5er dicht gebaut, ne, oder? Ich könnte nur einbauen, dann haben wir die fünfte Fläche da auch weg. Bräuchte noch ein paar Rohre, aber die haben wir ja auch noch da. Das macht ja nichts. Lege ich schon mal hier ein paar an. Das kommt da gleich, ist gleich fertig.
dann sagen, dass wir vielleicht noch 5, 6, 7 Lampen bauen und schon mal. Ich mache schon mal 50 davon, schon mal im Voraus. Baue ich schon mal an. Damit ich hier ein paar Lampen ausstatten kann, damit es ein bisschen heller ist und freundlicher. Jetzt sehen wir 41 Fässer. Für eine Minute ist das, also eine Minute ist ganz schon okay. Außer man will es richtig voll haben, dann macht man den bis hinten in voll. Das ist dann für Minen ist das Gute, dass der bei der Mine viel auffüllen kann und bei dem Abladen musst du genau abtimen, dass er genau schnell auffüllen kann. Ja, dass das Auffüllen und Abladen genauso schnell funktioniert. So. Aber mal so. Das passt schon. Hier sind ja auch noch ein paar Felder. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ja, sind noch zwei Durchgänge. Dann ist dieses Ölfeld auch weg. So, und hier machen wir dann. Gucke ich dann, dass ich jetzt hier alle nach und nach mal austauschen kann. Ein paar von den Kupferdingen. Man sieht ja auch, der Radius ist wirklich größer gemacht. Bei denen. So. Den Radius noch wegkriegen. Kurze Zeit der Strom hier komplett weg sein. So, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Da sind schon von den Masten welche. Für die Kohle holen wir uns auch ein neues Ding. Später muss ich dem halt sagen, okay, für den brauchst du auch noch extra Kohle. Dass du halt da produzieren kannst. So, dann gehen wir aufs Maximum. Ist da. Das ist auch das Maximum. Also ich will mal gucken, dass ich halt wenig wie möglich verbauen muss oder halt viel weniger Material braucht dafür. Das ist ein bisschen unglücklich. Aber das macht nichts, haben wir das so. Das ist schon okay. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse jetzt die Produktion ein bisschen laufen und würde sagen, ich erforsche noch ein bisschen und würde ich sagen, wenn alles ein bisschen ausgetauscht ist, ein bisschen was erneuert ist, sehen wir uns beim nächsten Mal zwischendurch Video. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir die Ölproduktion und die Hochöfen, dass wir die austauschen und eventuell auch durch die Forschung ein bisschen mehr haben. Und würde da sagen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst ein Like da, bis der neue Flash dabei und tschüss.